Heyo Leute, hier ist wieder euer Soul Cruiser mit einem kleinen Infovideo für euch. Und wenn ihr euch wundert, warum hier die ganze Zeit sich alles bewegt, wo ich hier rumstehe und aussieht, als wenn ich besoffen wäre, das erkläre ich sofort. Worum geht es in dem Video? Zum einen, unter den Videos stehen immer wieder drunter, dass die Leute mitspielen wollen. Und ja, wir können das machen, aber. Und zwar, es gibt natürlich immer ein Aber. Weil alle gesagt haben, ja, mach doch hier Whitelist, füg uns hinzu und bla. So, zum Ersten, und das ist nichts gegen die Leute halt persönlich, sondern man will ja grundsätzlich erstmal wissen, mit wem man spielt. Dementsprechend habe ich jetzt unter meinem letzten Post oder unter dem letzten Video mit drunter geschrieben, die Leute, die wirklich Interesse haben, mit uns hier mitzuzocken und vielleicht auch Spaß haben an Ark an sich so. Und halt, wie gesagt, Bock haben mitzumachen. Die sollen mich einfach anschreiben unter YouTube oder vielleicht sogar besser Facebook, weil da kann ich besser drauf reagieren. Und schreiben dann erstmal ein bisschen was über sich. Und ja, damit wir wissen, mit wem haben wir zu tun. Ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht wie alt, eventuell woher oder. Und was ihr halt erwartet. Und zwar ist das allein deswegen, sag mal, nachfragen kann ich mitspielen, kann man schnell. Aber die Leute, die wirklich wollen, die können sich auch mal kurz hinsetzen, 10 Minuten innegehen und sich mal überlegen, ja, was schreibe ich ihm, warum will ich mitmachen und. Zum Zweiten wird das dann so laufen, wenn ihr in dem Sinne genommen werdet, werde ich euch benachrichtigen, dann brauche ich eure Steam-ID-Nummer. Ihr könnt aber trotz alledem vorher schon mal joinen. Ihr kriegt dann das Server-Passwort. Dann werde ich euch whitelisten. Und dann seid ihr halt gewhitelistet, müsst aber trotzdem das Passwort erstmal eingeben, weil ich nicht genau weiß. Ich bin noch am gucken, wie das mit der Whitelist an sich geht. Werdet ihr plötzlich hier mit anderen Leuten zusammenspielen, die ich nicht gewhitelistet habe, gehe ich halt davon aus, ihr habt das Passwort weitergegeben. Ist halt sofortige Verbannung. Ihr könnt gerne zum Beispiel sagen, so, ich habe einen Kumpel, der will mitmachen. Wisst ihr das Prozedere? Der soll mich anschreiben, soll mir seinen Text schreiben, passt mir seine Nase in dem Sinne oder uns. Ja, kann er mitmachen oder nee. Die Slots sind begrenzt und die Server an sich, wie TeamSpeak, ich habe ja auch noch Minecraft-Server und Ark-Server, bezahle ich aus eigener Tasche. So, das heißt, erwartet jetzt nicht, dass ich jetzt hier mal eben einen Server mit 90 oder 100 Slots alleine auf die Beine stelle. Wenn die Community nachher gut läuft, kann man sich da bestimmt was überlegen, um eventuell die Serverkapazität irgendwann mal zu erhöhen. So, das zu dem schon mal. So, und wie gesagt, weil das nur ein kurzes Infovideo ist, reingepatcht neu wurde ein Dinosaurier, an dem ich richtig Spaß habe und somit auch direkt für mich eine neue Aufgabe entdeckt habe. Deswegen, das ist jetzt zu diesem Schwanken hier. Ich habe hier ein kleines Haus mit einer Smithy, einem Bett, einen Generator mit Klimaanlage, damit ich hier alle Klimatemperaturen aushalte, eine Forge, um Öl oder Eisen herzustellen, ein Lagerfeuer, einen Kühlschrank und Licht. Und warum wackelt das hier so? Ja, wir können ja mal rausgehen. Oh mein Gott, diese Aussicht, oder? Leute, mein Haus schwebt. Ich bin hier auf dem Dino, habe hier eine Plattform drauf mit meinem Haus und ich habe ein Flying House und das ist der Flying Dutchman, der hier fliegt in Orange hier. Und mit dem werdet ihr mit Sicherheit noch öfter mal sehen. Und ja, ich würde sagen, haut da rein. War halt nur ein kurzes Infovideo. Schreibt mal eure Meinungen drunter und ja. Bis die Tage. Euer Soul Cruiser. Tschüss.